Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Heike von Stamping & More und heute möchte ich euch mal eine neue Kollektion von Studio Light vorstellen. Ich liebe Karten im nostalgischen Stil und habe dann dieses Prospekt bekommen. Da ist hinten drauf diese tolle Karte gewesen und die hat es mir sofort angetan und somit musste ich das natürlich haben. Diese beiden Seiten, ich weiß nicht, ob man das sieht, das sind die ganzen Artikel dazu. Ich habe aber nicht alle bestellt, sondern wirklich die, die wir brauchen. Und habe dann wirklich diese tolle Karte damit gestaltet. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie die aussieht. Die ist wirklich wunderschön. Und hier seht ihr, wie sie innen aussieht. Und da habe ich auch das Designerpapier genommen. Und hinten ist dann zum Beschriften. Da ist die Karte, hat die Maße 14x14. Das einzige, was nicht aus dieser Serie ist, ist das Frohe Fest. Was ich persönlich denke, braucht noch nicht mal rauf, weil jeder weiß, wofür die Karte ist. So, und hier zeige ich euch mal das gesamte Paket. Und zwar kann ich euch das anbieten, dieses komplette Paket für die Karte und noch mehr. Da sind bei. Das ist das Stempelset. Dazu die Stanzen, die Stanzform. Dann die Stanzform für die Weihnachtssterne, für die Poissonherz. Dann habt ihr hier diese tolle Stanzform für die Schneeflocken zum Ausstanzen. Dabei ist das Buch, wo alles, da sind die Kreise, die ihr seht. Und auch diese Kreise, die hier drin sind, passen genau, um diese rauszunehmen. Das Einzige, was ihr machen müsst, diese Sachen hier müssten von Hand ausgeschnitten werden, was aber relativ einfach ist. Hier ist dieser Block, da ist auch, das ist alles zweimal enthalten. Ich muss mal eben gucken, wo der jetzt hier aufhört. Da ist unter anderem auch Pergament, da fängt er an. So, das heißt, da sind Pergamentpapiere drin. Hier seht ihr das, wunderschöne Papiere. Dann habt ihr hier die Sachen, die wir brauchen für die zum Ausstanzen. Dann habt ihr hier die Sachen, was ihr alles ausschneiden könnt, dekorieren könnt. Finde ich wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Dann sind hier die Acetat 6 Blatt 20x20x3. Da unter anderem habe ich, das sieht, vielleicht sieht man das hier nicht, hier habe ich das mit diesen Acetat hinterlegt, da sind die Sterne. Deswegen habe ich das Acetat. Und dann hat man nochmal den großen Block, der ist doppelseitig. Auch der ist wunderschön. Ich lege den mal eben so hin, vielleicht sieht man das dann ein bisschen besser. Weil da unter anderem brauchen wir eben halt das Papier für den Hintergrund. Und hier seht ihr, was ihr auch ausschneiden könnt. Da habe ich unter anderem diesen Tannenbaum noch benutzt. So, und diese Karte, das ist dann auch alles zweimal. Der Schneemann ist auch niedlich. Hier seht ihr das, das ist alles also doppelt, ist immer zweifach vorhanden. Und dieses komplette Set, so wie es jetzt ist, kostet, Moment, 59,45. Und das finde ich einen wirklich super Preis. Ich habe dieses komplette Set noch zweimal vorhanden. Da, wenn jemand das haben möchte, kann ich sofort liefern. Als Bonus von mir gibt es dann dazu einmal dieses Glitzerpapier, um dieses hier auszustanzen. Und das Band einmal für oben und einmal hier für das untere. So, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne bestellen. Meldet euch bei mir, das komplette Set kostet 59,45. Ein super Preis, finde ich. So, und jetzt basteln wir gleich zusammen die Karte, was dann etwas länger dauert. Ich melde mich gleich wieder zurück. Fangen wir jetzt mal mit der Karte an. Und zwar hier habe ich das. Diese Karte wollen wir jetzt fertig machen. So, ich habe schon mal vorbereitet. Ich habe schon mal Papier von dem Designerpapier ausgeschnitten. Zwei Stücke brauchen wir 13,5 x 13,5, weil, das habe ich auch schon ausgestanzt, also die Stanzungen sind echt toll und das habe ich auch ausgestanzt. Hier haben wir den Schneemann und hier nehmen wir mal das Haus, habe ich mal so beschlossen. Dann habe ich das Acetatpapier auch schon zugeschnitten, 14x14, weil das muss genau identisch mit der Karte sein, das brauchen wir noch für hinten. Und das ist die für die Grundkarte. So, nehmen wir mal unser Schneidbrett. Und zwar brauchen wir da 14 mal 28.
28. Ja. Und Falzen bei 14. So, und jetzt muss ich selber mal eben wieder gucken. Und zwar von unten nach oben. Alles klar. So. Von da nach da. Falzen. Ja. Guck genau hin. Eben schauen. Ja. Ja. Jetzt sollte das eigentlich okay sein. Das brauchen wir nicht mehr. So, müssen wir erstmal in die Karte falzen. Ich hatte mal ein Falzbein. Ja. Ja. Das ist jetzt die Grundkarte. So rum. Genau. So rum. Und dann falzen wir das so hin. So, das heißt, so ist die Grundkarte, geht so auf. Und das muss von unten links nach oben rechts gefalzt werden, damit das steht. So, das haben wir schon mal. Dann brauchen wir, das ist den Schneemann, möchte ich gerne hier unten haben. Wobei ich das auch wunderschön finde, muss ich sagen, dieses Papier. Mit der Eule und den Schneemann vorne. Können wir auch machen, weil der muss jetzt noch zugeschnitten werden, halbiert werden. Und wir brauchen gleich Weiß. Also ich brasche gleich das Ganze in Weiß ein. Zeige ich auch gleich wie. Ja, und das ist der Schneemann. So, und jetzt habe ich hier Weiß und ein Fingerschwämmchen. Und das Weiß geht wieder schwer auf. Keine Ahnung warum immer, aber das geht immer sehr schwer auf. So, und jetzt mache ich mir erstmal eben die Karte. Wieder. Ja, dann haben wir das hier. Hier ist das Acetatpapier. Wir müssen jetzt erstmal eben den hier reinkleben. Wenn ich Kleber habe, habe ich. So. Mal eben gucken, ob ihr noch da seid. Ja, ihr seid noch da. Alles gut. Also das ist super, super tolles Set, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So. Und ich stehe ja wirklich auf sowas. Ne? Ja. Dann kommt der hier. Und der hier. Der kommt da gleich rauf. Aus dem Bild raus, sorry, aber passiert. Ja. Ja. Klebe. Ja, das ist das. Dann machen wir den jetzt mal eben rauf. Na, der eine ist jetzt wirklich nochmal vereinzelt drin geblieben, aber an der Regel ist das wirklich, lässt sich das wirklich super. Ja, seht ihr das? Das gehört darauf. Vorher kommt gleich noch das Acetat drauf. Aber erstmal
möchte ich den hier raufbringen. Den hier. Ja. Tolle Motive, gefallen mir richtig super gut. Ja, das mal eben raus. So. Jetzt nehmen wir die Acetatfolie. So, und jetzt müssen wir mal eben schauen. Die ist jetzt genauso groß wie die Karte. Und wird ja nur hier verklebt. So, und das heißt, ich gucke jetzt mal eben, wo ich hier den klebe. Dann habe ich hier unten den Zaun. Und da nochmal. Und hier oben habe ich ja auch noch ein bisschen was. Und mache es so fest. Nein, da habe ich es nicht fest, definitiv nicht. So, das heißt, ich muss jetzt eben gucken, dass der auch wirklich super gerade ist. Ja, und wenn das nämlich jetzt aufklappt, hier siehst du das, dann ist das wirklich nur halb. Ja, mal eben da unten diesen Kleber noch mal eben wegmachen. Ja, noch mal eben hinruckeln, wie ich den haben will. Ja, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, und hier wird jetzt der raufgeklebt. Der wird ganz komplett bündig raufgeklebt auf diese Acetatfolie. Und das mache ich jetzt, indem ich hier da mal eben so ein paar Punkte immer mache. Das kann man mit diesem Kleber ja super gut machen, weil das ja schön dünn ist. Ja, und jetzt wollen wir mal eben schauen. Ich sehe hier gerade, hier ist noch einer. Und da ist auch noch einer. Wieder mit dem Finger reingegriffen. War ja klar. Aber es ist wirklich super einfach. So, aber man sollte das dann... Finger... auch so kleben, dass es richtig steht. War so, ne? Ja. Ich muss mal eben meine Finger sauber machen. Da habe ich weiße Farbe drin. Das fühlt sich nicht so toll an. Ja. Ja, jetzt ist wieder besser. Gut, so, das war jetzt das. Und den haben wir auch. Das heißt, wir brauchen jetzt die. Hier seht ihr schon, wie das dann aussieht. Mal gucken. Den Kleber wieder aufnehmen. Der Kleber sollte nicht auf die Folie rauf. Ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen mit euren Fingern. Auch hier könnt ihr den Kleber aufnehmen, wenn das zu viel ist. Und dann eben ein bisschen abmachen. So. So, was wir jetzt brauchen, ist die Deko.
Jetzt fehlen nur noch die Glitzersteine und dann haben wir es. Mal eben gucken, wo die sind, die goldenen. Die sind hier. Da habe ich sie. Das sind die goldenen Herzperlen und die wollen wir jetzt mal eben hier reinpacken und auf den auch. Ja. Und dann haben wir hier noch so ein paar, wo wir sagen können, das könnten wir hier mit draufpacken. Haben wir hier. Haben wir hier auch noch einen? Na gut, da könnten wir noch einen draufpacken. Da hier unter. Ja. So, was haben wir noch? Da. Ich bin heute ein bisschen großzügig damit. Mir gefällt das. So, die Kleinen mal eben so ein bisschen. So ein, zwei Kleinen. Abgeschossen. Ein, zwei kleine noch mal eben. Und dann war es das. Würde ich jetzt ja mal so sagen. Ja. Ja, wo wollte ich den denn hinpacken? Erstmal möchte ich hier mal eben den Kleber wegnehmen. Da ist ein bisschen Kleber drauf. Ja. Und dann können wir da, ne? Super. So, das ist meine Idee für heute. Ich hoffe, das gefällt euch genauso gut wie mir. Und wer das gerne nachbasteln möchte, das sind hier alles die Maße. Die Karte ist wirklich 14x14 und gefalzbar. 14x14, das heißt 28x14. Und dann einmal falzen, also gefalzt bei 14 und dann noch einmal diagonal von unten links nach oben rechts. Und somit habt ihr eine wirklich super tolle Aufstellkarte. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit. Seid kreativ, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss aus Bremerhaven.